Hallöchen und willkommen zurück zu Slay the Spire. Ich habe natürlich einen neuen Mod geladen und ich habe gerade mal geguckt und ich war ein bisschen verwirrt, denn ich habe den Arknight Mod reingeschmissen. Und da hieß es, hey, du kriegst einen Char dazu, aber es sind drei. Das ist eigentlich der, den ich erwartet habe. Zusätzlich dazu gab es dann aber auch noch Chen und Doktor? Ja, wir fangen auf jeden Fall mit W an. W, Sarkas Mercenary, ist the single most dangerous signal on the battlefield. Also das ist ein Charakter aus dem Mobile Game, Arknights. Ich hab's nie gespielt, kannte ich nicht. Hat aber gute Bewertungen, deswegen nehmen wir das mal. Wir haben King of Hearts als Standardartefakt. Beim Start vom Kampf reduziere 4 Stärke von allen Gegnern für einen Zug. Ich glaube, ich nehme die zwei dann auch noch nachher mal irgendwann. Aber wir fangen auf jeden Fall mit ihr an. Ach, im Chibi-Look. Ja, gut. Auch putzig. Sollen wir uns Max-TP nehmen, anstatt Gegner haben 1 TP? Nein. Wir nehmen Gegner haben 1 TP. Okay. Können wir da irgendwo eventuell... Also hier drüben könnten wir sogar bis hier hinkommen. Wow. Ansonsten... Unter... Nee. Ich wollte gerade sagen, unter Umständen, aber ich vergesse immer, dass der erste ja auch ein Gegner ist. Ja, wir gehen einfach mal links rüber, mal gucken, wie weit wir da überhaupt kommen. Warum erzählt er mir jetzt was vom Doktor? Das hätte ich eventuell brauchen können, wenn ich dann den... Doktorspiel. Aber gut, lesen wir es uns mal durch. Der Doktor benutzt einen Mechanismus, der Karteneffekte auf Karten drauflegte, die SP kosten. Die Ziffern, die angezeigt werden, und zwar an der oberen linken Seite von der Energie, indizieren oder zeigen an deine momentanen SP und die maximalen SP. Ach, das ist hier. Okay. Du kriegst 1 SP, wenn du eine Karte benutzt und... Ach, wenn du deinen Zug beginnst, dann auch. Was? And you can increase your maximum SP up to 50. Okay, du kannst dein maximales, dein Maximum SP auf bis zu 50 erhöhen mit einem Elite-Boss. Hier steht zwar Default 10, aber hier steht auch 30. Na egal. Ja, gut. Wir spielen den Doktor noch nicht, also dann gucken wir uns das hier jetzt auch irgendwann anders an. Hä? Aber wir haben jetzt... Haben die Mods irgendwie... Wie? Moment, Auto? Change the way the SP-Effekt is triggered. Okay, keine Ahnung. Wir machen hier auf jeden Fall mal das Viech platt. Okay. Das ist auch cool. Doppelte Verteidigung, wenn du eh schon ein bisschen angeknackst bist. Ach, auf der linken Seite wird dann... Das ist wieder mal so eine Sache, wo man sich denkt, oh jeez, was geht denn hier schon wieder ab? Oder halt eben 2 Stärke, was, glaube ich, 4 Angriffskraft sind, für einen Zug kostenlos mitnehmen. Komm, wir nehmen mal das etwas defensivere. Relikt eventuell finden? Ganz eventuell? Vielleicht kriegen wir... Okay. Ich bekomme das Relikt endlich zu fassen. Die Laterne erhalte im ersten Zug jedes Kampfes ein bisschen mehr Energie. Wir transformieren mal einen normalen Angriff. Das ist auch krass, dass die Kartenfarbe, dass da nicht dran steht, dass das Vanguard und alles mögliche gewesen ist. Oh, jeez. Hm.
Nee, wir nehmen mal einen normalen Angriff raus. C++? Na, das sehen wir dann bestimmt irgendwann mal im Kampf, was das ist. Ich möchte noch ein Relikt haben. Was kriegen wir? Immer wenn du drei oder weniger Karten in einem Zug spielst, zieh zu Beginn deines nächsten Zuges drei Karten mehr. Ja. Weiß ja nicht, ob das so prickelnd ist. Okay, C++. Default Effect ist empty. Das heißt, es hat normalerweise keinen Effekt, außer man hat irgendwie 8 SP. Oder was macht das? Das hat mir jetzt gerade eingegeben, weil ich eine Karte gespielt habe. Okay. Ja, aber da musst du dann hier erstmal SP sammeln. Okay, gut. Oh. 20 Schaden insgesamt. Das wären dann wohl 7x4 oder 5x5, wenn wir es aufwerten. Was ist ein SP, wenn wir geheilt werden? Oh, jeez. Nee, komm, lass uns mal die Angriffskarte nehmen. Guck mal, was wir verbessern können. Das gibt einem dann... Achso, noch eine Karte dazu. Puh. Ist nicht so prickelnd, ne? 8 und 4. Ja, 10 bzw. 20, nicht verkehrt. 7 mal 4 und das ist... Für 3 Züge statt für 2. Nö, komm, machen wir den da. Können wir auch mehr als einen Gegner angreifen. Na komm. Wir erzürnen die Pilze. Denn die haben alle nur noch ein Life. Alright. Dann ist die Nummer 1 im Arsch. Der ist weg. Oh. Und der auch. Der seltsame Pilz. Bist du verwundbar, leidet 25% mehr statt 50% mehr Schaden. Das hilft. Das hilft auf jeden Fall. Oh, da ist was mit 10 SP anstatt mit... Moment, wir haben doch eins mit 8. Ach, das ist C++. Wir haben nur einen C++, oder? Oh, C+. Aber ist dann meins das hier nicht besser? Weil das nur 8 braucht und gibt schon zweimal? Hä? Warum sollte man sich dann das da nehmen, was 10 braucht und nur... Ach, das gibt einmal 2 und das andere gibt 2x1. Ah, okay. Oh, das ist cool. Ja, wir nehmen die Heilung, wenn wir sie ziehen. Dann schmieden wir das. Kann man das irgendwie noch... Das würde dann 8 heilen. Nehmen wir das. Du kannst dein Lagerfeuern Stärke erhalten bis zu 3-mal. Permanente Stärke? Oh, Moment. Permanente Stärke? Echt jetzt? Hm. Er greift für einen an. Ich glaube... Soll ich... Bin mir gerade nicht sicher. Soll ich ihn erstmal ignorieren? Nee, komm, wir machen ihn schon mal weg. Machen wir schon mal weg. Wir nehmen das trotzdem, damit wir hier ein SP generieren. So, er greift für 7 an. Aber das ist kein Problem. Kein Problem, auch wenn wir angeschleimt werden. Plack, plack, plack. Gerade nochmal die Karte durchgelesen. Oh, 2 Gift an alle. Ach, das ist eine Macht. Wenn wir Sniper benutzen, wir haben keinen Sniper. Ich glaube, ich nehme die Macht auch noch mit dazu. Eventuell können wir die ja brauchen. Lohnt sich aber nur zu spielen, wenn wir... Ach, ich glaube, wir sind gerade geheilt worden, ne? Hm. Ah,
Ach, wenn wir genug SP haben, würden wir noch zwei Verwundbar mit reinschmeißen. Ah, okay. Haben wir leider nicht. Das war nice, dass der da hinten komplett reingegangen ist. Hörte sich auch echt geil an, so klack, 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 klack. Warte mal, wir sind schon geheilt worden, ne? Ja. Falsche Taste. Ja, wir können da jetzt nicht so viel machen. Nur verteidigen und das ist auch nicht... Auch nicht so prickelnd. Ja. Oh nee, die Arme. Alright, du versuchst dich zu schützen. Mm-mm. Das lass du mal schön sein. Das Problem ist, wir haben keine einzige Verteidigung. Ungünstig. So, jetzt können wir den dann nehmen. Toll. Das heißt jetzt auch, weil wir so viel Verteidigung gezogen haben, dass wir jetzt... Aber doch, wir kriegen noch ein bisschen Verteidigung. Magnetischer Hammer. 8 Damage auf alle. Und 8 Block. Moment. Da steht jetzt SP10 Manual. Okay, das müssten wir uns mal angucken. Ich habe schon gesehen, dass man hier Auto stehen hat, aber ich dachte, das nicht spendet. Wie heißt denn das auf Deutsch? To spend. Benutzt? Ja, in dem Zusammenhang glaube ich schon. Ich dachte, das benutzt die SP dann einfach automatisch, aber das gibt es hier scheinbar eine extra Sache für den hier. Wir nehmen es aber mit, um das kennenzulernen. Beginne Kämpfe mit einer Stärke. Das... Wir gucken es einfach mal. Ich glaube, das bleibt. Ich gehe mal zu den Fragezeichen. Oh, gute Entscheidung. Du kannst nicht mehr gebrechlich werden. Ah, gebrechlich und verwundbar haben wir jetzt schon mal gut negiert. Ich würde fast sagen, wir gehen nochmal zu einem Kampf. Für eine... Na, nee. Na gut. Sowieso ein Kampf verwickelt worden. Na, dann spielen wir mal alles, was wir spielen können. Okay, kriegen nicht aufs Maul. Finde ich gut. Das ist echt nice. Katzenkratzer? Acht Schaden oder 8 Schaden und Weak. Aber 8 Schaden für einen ist nicht schlecht. Okay, Moment. Wenn du Block erhältst, heile stattdessen HP. In excess of 5. Heißt das zu einem Fünftel oder heißt das... Excess ist ja normalerweise der Überschuss. Das heißt also, wenn wir 7 Block bekommen, würden wir 5 Block kriegen und 2 heilen? Und was ist, wenn du nicht heilen willst? Oh, dann nehme ich das hier. Haben wir noch was zum Schmieden? Also wir haben schon was, ja, aber... Das würde dann... 10 und 5 Stärke für ein Dings. Und nochmal 10 Block dazu. Ja, komm. Den basteln wir. Jetzt frage ich mich aber auch, ist das hier... Wenn wir das hier umstellen, kostet das einen Zug oder sowas nicht, ne? Warum sollte man das denn dann hier umstellen? Ach, falls man... Ah, falls man was sparen möchte. Okay.
falls man was sparen möchte. Ach, das braucht immer es. Oh. Ach nee. Also wenn du Manual drin stehen hast, dann kann man Karten schon mal nur spielen, wenn die SP für den Bonus verfügbar sind. Puh. Weiß nicht. Ich weiß ja nicht. Okay, das steht auf Auto, dann ist das schon mal gebraucht. So, jetzt haben wir hier alle möglichen Karten aufgebraucht und jetzt bekommen wir nicht mehr so viel. Na toll, 5 Block. Wir kriegen so richtig aufs Maul. Oh, 30 Schaden. Super. Das ist toll. Okay, dann spielen wir einmal den und ja, 16 Schaden hier rein. Oh, er hat nur noch 4 Life und wird es gespalten. Das ist nicht verkehrt. Verkehrt ist aber, dass wir nur einen rausnehmen können. Dann nehmen wir natürlich den, der angreift. Ist klar, denke ich mal. Dann gibt es den Todesstoß. Hey! Wenn man den auf der Hand behält, werden alle Gegner gestunt. Wird dann aber auch hier exhausted. Oder ein Schaden auf alle Gegner. Und alle Power, also alle Kräfte von denen rausnehmen. Nur, dass hier ein paar Sachen nicht rausgenommen werden. Und hier steht auch da, was nicht hier rausgenommen werden. Rausgenommen werden kann. Mode Shift. Mhm. Beat of the Death. Okay, also Minions können die noch rufen. Lifelink. Ist gut, dass der nicht rausgenommen wird. Diebstahl. Ich weiß nicht, ob das so prickelnd ist. Okay, was haben wir hier? Oh, das braucht 30. Okay, was macht das dann, wenn wir hier 30 haben? Moment. 8 mal 3 auf alle. Links steht 8 auf alle. Oh, für jede Guard-Karte in deinem Deck. Ah, das ist also der Unterschied. Ich würde fast schon sagen, wir nehmen das hier. Oh, ich habe jetzt gerade nur den unteren zuerst gelesen. Dachte mir, oh, das boostet Stärke. Nee. Nicht mehr schmieden wäre nicht so cool. Was nehmen wir denn da? Gegner machen. Nur noch eine Karte zur Belohnung. Ah, das ist natürlich die Frage. Wenn du einen neuen Mod-Charakter auf einen Durchgang kennenlernen möchtest, dann möchtest du natürlich auch mehr Karten sehen. Das hier ist eigentlich das, was ich, wo ich denken würde, hey, das wäre schon nice. Da hat man am wenigsten, ja, ich denke mal, negative Effekte. Hier würden wir halt mehr aufs Maul kriegen und wir haben auch nicht so viel Block. Aber nicht mehr schmieden, also keine Karten mehr verbessern im Lagerfeuer, wäre auch blöd. Wobei wir eh nochmal zweimal rasten müssten für unsere Stärke. Okay, dann werden wir nur mit Standardkarten spielen. Und auch wenn wir jetzt erst 20 Minuten drin sind, wir sehen uns nächste Folge. Macht's gut, bis dann und ciao.